die Fox und willkommen zurück zu Thailand. Piraten, ist wieder mal da. Das ist der größte Piratenwettbewerb. Ein super Schnellrennen mit einem Thailand-Preis. Goldenes Schwein. Tönt sehr gut. Nur ich brauche Hilfe. Wir brauchen eine coole Piratenflagge. Aber ich habe keine. Ich kann eine Flagge aus Thailand-Baumwolle machen. Danke. Ich möchte, dass er deutlich frech und scharf aussieht. Du hast ein neues Rezept, Piratenflagge. Wir doch hier gerade ein wenig. Cool, ja, deine Fahne ist fertig. Cool, wir sind zum Rennen bereit. Wenn ich gewinne, teile ich den Preis mit dir. Mist. Hast du nicht gewonnen? Nein. Reti, ein Kuidos-Pirat, die wie der Wind flitzt, hat das goldene Schwein gewonnen. Sie ist dreimalige Meister im ganzen Maras-Meer. Gibt es niemanden, der schneller ist als sie. Aber ich gebe nicht auf. Nächstes Jahr werde ich schneller sein. Oder etwas passiert mit ihrem Schiff. Goliath. Ich weiß. Unter unseren muss man fair spielen. Ich habe trotzdem den Trostpreis erhalten. Nimm es. Ich will ihn nicht. Du hast all meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich. Ja, Pirat 100% abgeschlossen. Und da jetzt auch nicht. Sebarsch. Ich möchte ein Lachs.
Ah, geht schon besser da mit der Fischerei. Ich habe das Gefühl, dass Feinde in der Nähe sind. Ich muss mich jetzt auf genug Erfahrung gesammelt, um ein neues Level zu erreichen. Geh nach Hause und um zu schlafen. Thank you.
etwas vom Kochen. Ding with the cloud. Intelligenz. Bis es platzt.
Ich habe im Moment keine weiteren Aufträge. Marco, du hast einen Bootank im Garten. Das ist dein Glück, dein glücklicher Tag, denn der Stau von ihren Flügeln ist magisch. Und wenn Sie von einem großen Insekt sprechen, steht es nicht zum Verkauf. Nein, berühren Sie nicht seine Flügel. Sind Sie der Besitzer? Nymphen besitzen nichts. Er ist mein Partner. Eine Nymphe? Machst du Witze, ja? Ich bin Lili, die Nymphe. Das gibt es doch gar nicht. Nymphen sind nicht echt, sie sind nur ein Märchen. Sie ist echt, Locke. Hier ist sie direkt vor dir. Beweis, dass du eine Nymphe bist. Ich muss nichts beweisen. Ich habe es mir gleich gedacht, Arco. Arco, beachte auf diese Lügnerin nicht. Das ist eine Maskerade. Und ich bin mir sicher, dass der Guttank nicht ihrer ist. Arco, ich fühle mich verletzt von diesem Mann. Menschliche Zauber können nicht über den Tellerrand schauen. Geh weg, aber wenn ihr immer noch Zweifel habt, nehmt dieses Rezept der geheimen Tränke. Wetten wir, dass ihr es herstellen könnt nicht. Der Geruch der Nymphe. Ich fehlt noch etwas, um den Auftrag zu beenden. Locke, Lilli, die Nymphe hat mich gelernt, diesen Trank herzustellen. Geruch der Nymphe. Er kann nicht echt sein. In meinen Büchern gibt es so etwas nicht. Oh nein, sie ist eine echte Nymphe. Und ich habe die Chance, Basti kennenzulernen. Man sollte zu den Zauberern anderer Rassen respektvoller sein. Das wäre nützlich für dich. Du hast recht, junger Mann. Heute hast du mir einen Unterricht erteilt. Du hast alle meine Aufträge beendet. Ich habe keine weiteren Infos für dich.
Fleischfressen. Au, au, au. Prinz, woher weißt du das, Yuki? Was ist los? Warum hast du ihr Schiff? Wir haben jetzt keine Zeit für Erklärung. Die Pinkhaarige ist in Gefahr. Neue Mission. Bereite dich auf eine große Herausforderung vor. Und zeige dir.